Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Wie nennen wir das? Horror habe ich noch nicht freischalten können. Wie nennen wir das virtuelle Haustier? Könnt ihr mir ja dann jetzt, wenn es fucking weiter. Jetzt ist die Frage, die 3D-Grafik bringt es hier nicht wirklich, ne? Wir gehen hier auf die 2D-Grafik. Schnomm. Ja, Schnomm-Pet. Einfach nur Schnomm. Okay, so, jetzt haben wir natürlich virtuelles Haustier. Das ist die Frage. Ich vermute, Engine und Gameplay sind wahrscheinlich gleich auf. Mit Story und Quests vielleicht nicht wirklich. Null. Einfach nur null. So. Okay. Also Schnomm. Gut, wir brauchen eine Mindestbewertung von 6. Also das war natürlich jetzt virtuelles Haustier vielleicht nicht optimal. Die KI ist auf jeden Fall extrem wichtig. Amanda, there you go. Dialoge und Leveldesign eher nicht so. Dialoge vielleicht ein bisschen mehr. Ah, komm, das können wir gleich aufziehen und dann passt das. Okay. Schnommling, okay. Schnommling klingt gut. Wenn ihr so viel nacheinander schreibt, sehe ich das alles nie wieder. Das sollte euch bewusst sein. Deswegen frage ich ja während der Entwicklung. Für dieses Game aktuell, gut, Grafik ist extrem wichtig. 109% Amanda, es tut mir leid. There you go. There you go. So, the Rhine ist auf 99% und der Laguns ist jetzt auch auf 99%. So. Und ab dafür. The Fuckling. Also beim Veröffentlichen kann man es nämlich nochmal umbenennen. Oh Gott, wir haben keine Millionen mehr auf dem Konto. Das geht natürlich gar nicht, ja. Barbie ohne Rum wurde vom Markt genommen. Es gibt einen klaren Trend zu Abenteuerspielen. Super, das sagt ihr jetzt, während ich das Spiel hier entwickle. Okay, 35.000 Einheiten. Barbie ohne Rum war jetzt kein Erfolg. Ja, da geht noch was, komm. Was? 2 Bugs reingecodet, euer verdammter Ernst. So, Schnommling. Schnommling. Das klingt auch geil, ja. Schnommling. Veröffentlichen. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung bekommt Ryan eine Gehaltserhöhung. Charakterentwicklung ist jetzt verfügbar. Das ist schön. Das erforschen wir doch gleich mal, wenn wir können. Können wir. Kostet zwar scheiß viel Geld. Andererseits können wir auch erstmal auf neue Themen gehen. Kolonialisierung. Okay. Forschung beginnt. Die Bewertung für Schnommling sind da. Komm, gib mir mindestens eine 6. Fuck. Ey, wir sind voll die abgeranzte, verwichste Firma. Aber so richtig schlecht. Ziemlich schlecht, ja genau. Okay. Das ist keine 6er Bewertung. Jetzt müssen wir noch Strafe zahlen, ne? Fuck. Ja, super haben wir das gemacht. Muss man ja schon mal sagen. Schnommling sagt Dix. Dix. Gesetz. Ja, dann lieber Zeitreise. Und du so? Komm, haben wir jetzt irgendwann mal Horror? Evolution, nice. Ein Invento, das Spiel erfüllt nicht die Erwartungen, wie im Vertrag geregelt, wird eine Vertragsstrafe von ihrem Konto eingezogen. Boom, tschüss! 260.000. Civilizators? So, ich brauche auf jeden Fall neue Themen hier. Mystery, Abenteuer. Ah, okay, cool. Nicht. Da machen wir ja auf jeden Fall mal noch. Also das mit dem Publisher-Vertrag hat uns jetzt ein bisschen angepisst. Obwohl wir natürlich trotzdem sehr viel verkaufen, ne? Aber so richtig geil ist es auch nicht. Auftragsarbeit. Computer installieren. Zack, bam. So kommen wir nicht auf was Besseres hier. Wir müssen einen Riesen-Hit landen.
Programmfehler beseitigen, klar doch. Definitiv fuck. Binagir wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Mhm. Kommen Sie, mehr Geld jetzt. Eine Fortsetzung entwickeln. Das habe ich schon wieder vergessen. Dass wir da drauf hätten warten müssen. Auftragsarbeit, 7 Wochen. Boom. Mhm. Kleiner Messestand. Der Schnommling ist ja noch da. Ich bin mir jetzt gerade absolut unsicher, wo ich jetzt hier noch geile Sachen raushauen kann. Jo, Auftrag erfolgreich, sehr schön. 10 out of 10. Jo. Wir programmieren jetzt nur noch Casual Shit. Okay, Schnommling ist vorbei. Lame Game, Schnommling. Ah, das wird schwierig. Ich glaube, in Season 1 habe ich es geschafft bis zum Schluss. Jo. Da geht nichts mehr. Schließen. Blue Hello. Binagir wird nicht mehr unterstützt. 50.000 Leute haben uns besucht. Das reicht nicht für die Top 10. Schnommling wurde vom Markt genommen. Hat aber eigentlich echt viel verkauft, weil es ein Drecksspiel war. Obwohl es ein Drecksspiel war. Urlaub. Ja gut, da brauchen wir auch keine Auftragsarbeit anzunehmen. Forschung. Neues Thema. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal was Gutes. Regierung. The heck? Ja, die monatlichen Kosten hauen auch rein. Also, gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Publisher. Shiz. Es gibt keine starken Trends. Finde ich gut. So schnell können wir auch keine Spiele entwickeln, ihr Helden. Ja, fertiggestellt. Regierung. Alles klar. Publisher-Vertrag. Evolution, irgendein Genre, aber dafür will ich nicht. Superhelden-Action. Sollen wir die Dinkay King schon wieder raushauen? Ich weiß es nicht. Irgendein Thema Abenteuer, Geschichte, Simulation. Das klingt eigentlich gut. Aber dafür eine ordentliche... Ja, komm, wir versuchen's. Geschichtssimulation, da haben wir's. Civilization. Was? Civilizators. Geschichte-Simulation, gut. Lame Engine. Für alle. Weiter. Ja. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Was ist mit euch unklar? Achso, die sind schon zugewiesen. Gut. Ja, Ryan, das haut rein, ne? There you go. Dafür verdienst du aber auch am meisten Geld, du Honk. So, KI ist ganz wichtig, genau. Dialoge. Und Level Design eher nicht. Alles klar, go. Für Regierung, oh ne, da kommt er wieder. Nachrichten entschlüsseln. Blabla, Forschungsunterlagen zu leihen. Ich will keine Industriespionage begehen. Das könnt ihr voll vergessen. No can do. Die Civilizators. Okay, gut. So, Laguns. Laguns ist ja sowas von nicht ausgelastet, Typ. Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Ah, perfekt. Alle auf 100%. Okay. Irgendwann können wir auch noch größere Titel programmieren, ne? Ich glaube. Die Civilizators. Ich bin mal gespannt. Wuppdido. Komm, da geht noch was. Hauen Sie es raus. Oh Gott, wir haben bald kein Geld mehr. Das muss ein Erfolg werden jetzt, sonst haben wir ein Problem. Nice. At least.
Okay. Verbesserte KI-Tag nach Zyklus. Okay. Können wir direkt mal erforschen, ne? Feuern! 40! Ja, wir müssen eine neue Engine schreiben, auf jeden Fall. Die Bewertungen sind da, Alter, bitte. Ja, ja, okay. Geschichte und Simulation sind eine sehr gute Kombi. Endlich haben wir wieder was gerissen. Wunderschön, ist okay. Fuck. Zeigt Potenzial. Keine 5, bitte. Jawohl, ich mag es. Okay, cool. Das sollte auch unseren Publisher-Vertrag auf jeden Fall regeln, ne? Hab ich so das Gefühl. So. Super, dann können wir wenigstens noch neue Themen erforschen. Haben wir jetzt bald mal Horror? Hey, Rennsport-Simulation am Start. Forschung. Neues Thema. Dieppe. Warte mal. Regierung haben wir erforscht, ne? Ja, okay. Na dann eben Dieppe. Publisher. Das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Das sollte uns auf jeden Fall was bringen. Und ich denke doch, dass wir jetzt eine neue Engine programmieren sollten, wenn die zwei da fertig sind. Oder? Können wir das schon? Eigene Engine erstellen. Ja gut, so viele neue Sachen haben wir noch nicht. Das lassen wir lieber mal. Wir brauchen mehr Forschungspunkte, Jungs. Mädels, whatever. Datenbank aufräumen. Wer macht denn sowas per Hand? Ah, guck mal, das hat uns aber... Civilizators hat uns auf jeden Fall... ja, Mann. Hat uns auf jeden Fall nochmal den Arsch gerettet. Damit können wir jetzt erstmal ein bisschen einen auf Chili machen. Chillen Sie. Boom, erledigt. Alles klar, nächste. Buchhaltungssoftware. Beste Spielefirma ever. Buchhaltungssoftware gecodet. Was ich ja noch gerne hätte. Nintendo hat die nächste Generation seiner Spielekonsole mit dem Namen TS64 angekündigt. Sie wird in den kommenden Monaten erwartet und ist weltweit die erste Konsole, die 64-Bit-Prozessoren für Grafik und Sound verwendet. Laut Nintendo ermöglicht dies eine noch nie zuvor gesehene realitätsnahe 3D-Grafik, ist klar. In den letzten Jahren hat die Super TS einen großen Markteinteil zugunsten von moderneren Konsolen verloren. Experten sind von der Hardware des TS64 sehr beeindruckt. Sie drücken allerdings ihr Unverständnis darüber aus, dass noch immer ROM-Module anstatt der viel günstigeren CD-ROMs, die darüber hinaus auch mehr Speicherplatz bieten, verwendet werden. Trotzdem ist die TS64 eine sehr beeindruckende Konsole. Nintendo kündigt eine aggressive Preispolitik gegenüber Bonnie's Play System an. Bonnie's Play System lootscht. Yeah. Okay, das haben wir. Civilizators wurde vom Markt genommen. 1.200.000 Einheiten und 1.800.000 Umsatz. Das ist gut. Trotzdem haben wir jetzt noch ein bisschen Auftragsarbeit. Logo-Animation zu dritt. Das macht total Sinn, ja. Komm schon. Go, go, go. Wir brauchen mehr Forschungspunkte, deswegen mache ich das. Auftragsarbeit. Alles, alles mache. Ja, kleiner Messestand. Zwar das Game vom letzten Jahr, aber ist okay. Vielleicht kriegen wir noch die 40 zusammen, weil für die neue Engine wäre das auf jeden Fall sinnig. Auftragsarbeit. Boom, Bibliothekssoftware. Danke für die schnelle Arbeit, yo. You're welcome. Oder wir gehen auch mal über den Publisher. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir müssen ja erstmal hier irgendwie rumkommen, ne? Ja, das reicht nämlich noch gar nicht. Civilizators, das lockt doch keine Sau mehr an, oder? Ich meine, lame game. Wir können auch später Add-ons entwickeln oder so, glaube ich. Hm. Auf jeden Fall haben wir mehr Leute erreicht auf der G50.